Hey ho und willkommen zu Tell Me Why. Und um diese Frage zu beantworten, fackeln wir nicht lang und starten direkt rein. I'm the law. Ich bin das Gesetz. Ja, na klar. Haben wir hier Schönes? Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Echt? Ich würde sicher rocken. Nationalgarde, jetzt anmelden und bis zu 100% Collegegebühren erstattet kriegen. Okay. Achso, das ist das. Werden Sie Teil des Teams. Ja, na klar. Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Tja, stattdessen wurdest du von einem Online-College abgezogen. Zu früh, Tyler. Zu früh. Petition unterschreiben. Ja, Lachswanderung, das hatten wir ja schon mal. Zu wenig, zu spät. Strand. Noch geschlossen wegen Ölreinigung. Ist das immer noch da? Arschlöcher. Ob die Klippenausternfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. Hey, Tafel abgearbeitet. Achso, bitte stellen Sie sich hinten an, danke. Ja, na klar. Also, das ist Klo. Lass mal reingehen. Home, sweet home. Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. Es ist eiskalt hier drin. Was haben wir denn hier? Missing. Ein paar Vermisste. Alter, zum Zeitpunkt des Verschwindens 25 Jahre. Größe, Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe. Stella Rice wurde zuletzt am 21.09.2015 in Anchorage, Alaska gesehen. Kleidung und Zielort unbekannt. Kennst du noch Mr. Haynes? Flüchtig. Hatte er nicht diese Werkstatt in seiner Garage, in der er Glasskulpturen gefertigt hat? Ja. Wird schon seit Monaten vermisst. Oh Mist. Ich habe seine Kunst immer gemocht. Eric Haynes wurde zuletzt am 8.07.2015 mittags nahe der 56. Meile des Rosewood Highway gesehen. Er trug ein kurzärmeliges schwarzes T-Shirt und blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Ich kann nicht fassen, dass sie psychiatrische Patienten in den Knast stecken. Ja, hab davon gehört. Das ist alles so verkorkst. Den haben wir hier. Rebecca Chan wurde zuletzt 9.11.2011 gesehen, als sie ihr Haus in der, Callison Lane in Dallas Crossing, Alaska verließ. Sie trug einen dunkelroten Mantel, einen knöchellangen schwarzen Rock und schwarze Stiefel. Naja, Robert Abayan wurde zuletzt 11.02.2004 in Dallas Crossing gesehen, Alaska, in der Nähe des Cullen Boulevard. Er trug einen grünen Regenmantel und Gummistiefel. Seine Brille und Handschuhe wurden in der Nähe des Brandon Strickland Schießanlage gefunden. Sie haben ihn nie gefunden. Das war, als wir Kinder waren, oder? Ja. Marianne ist durchgedreht und wollte für Wochen nicht im Dunkeln fahren. Haben wir hier noch Claire Brown. Wurde zuletzt 15.02.2005 auf ihrem Motorschlitten in der Nähe von Sigley Road in Dallas Crossing, Alaska gesehen. Sie trug einen violetten Mantel, eine schwarze Hose und einen dunkelblauen Hut. Ja, die meisten Vermissten nicht gefunden. Das ist schon... Ui. Name Sutton Kevin, Patientnummer, Aufnahmedatum, okay. Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments von... Warum kommen die mir so bekannt vor? Bleib ruhig.
von Pleasant Bay Mental Health Institute. 16. Oktober 2015. Betreff Patientenverlegung. 26.10.2015. An alle Polizeibeamten des Dallas Crossing Police Departments. Hinweis. Aufgrund der Überbelegung werden die Patienten Dean Becker und Kevin Sutton am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr in das Folland Creek Correction Center SPU verlegt. Okay, das hier ist der andere, ne? Ja, Dean Becker. Alles klar. Oh, Gregs. Er hat sie einfach wieder liegen lassen. Ja, ist immer noch da. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich den Magen, als er aus einem Ködereimer gegessen hat. Die Verhaftung war also ein ziemliches Kinderspiel. Wow, ein Held. Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Es ist süß, aber sag mir nicht, du bist im Babyfieber. Nein. Wie kommen Männer immer darauf? Ja, weiß nicht. Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon. Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fische aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? 10 Jahre? Ein bisschen was bei rum. Oh. Oh, Erinnerung, okay. Aber noch nicht. Rezeption. Okay. Kann jetzt auf Anhieb nichts Wichtiges entdecken. Nehme an, die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Immer noch abgeschlossen. Puh, das wird morgen großartig duften. Ist das aus Tessas Restaurant? Mhm. Da gehen einfach alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Dallas Crossing. Offensichtlich. Also was lässt man nicht liegen. Zur Not kann man sich das immer noch schnell reinstopfen. Mal hier. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du sie noch? Was? Crazy D? Die hat doch den Trailer ihres Ex angezündet. Angeblich. Sie wurde freigesprochen. Und es heißt Officer Wilson. Werden sie Teil des Teams? Sie ist jetzt verrückt nach Hundeschlittenrennen. Geht sowas überhaupt? Sie ist ziemlich cool. Sie ist ein bisschen verrückt. Aber sie ist ziemlich cool. Oh ja. Jedes Jahr fährt sie zum Iditarod. Sie hat auch eine Fantasy-Liga, die kleinen Helfer. Richtig cool. Mann, hatte ganz vergessen, was für verrückten Mist die Leute hier mögen. Hey, ich bin auch in der Liga. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Arme die. Kann da schreiben? Was kann ich denn da hinschreiben? Zeichne einen Hund. Hinterlasse eine Nachricht. Ne, Nachricht. Ein Hund zeichnen ist ein bisschen Hoffentlich makaber. Verwirrt sie das nicht. Was habe ich denn da jetzt hingeschrieben? Hi Denise, danke für deine Hilfe beim Reifenwechsel. Sie hatte Geburtstag. Ich hab ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich hab mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Schlittenhunderennen, Siegesliste. Okay. So viele Teilnehmer. Ach nee, viele Jahre. Alles klar. Nicht viele Teilnehmer. Lass mich raten, hätte ich erst rausgefunden, dass sie Geburtstag hätte, hätte ich da einen Geburtstagsgruß hinschreiben können.
Ich tippe auf abgeschlossen. Ich komme trotzdem nicht rein, war ja vollgestellt. Irgendwas ist im Weg. Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Ach, Briefkastenräuber, alles klar. Bestätigte Standorte. Da. Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ah, okay. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Entschuldige, war ein schlechter Witz. Kreativ immerhin. Okay, Bilder davon. Sind wir da? Am 27.10.2015 um ca. 10.03 Uhr wurde Officer Greggs und ich zur 239. Woodlaw Road entsandt, um einen Diebstahlsmeldung aufzunehmen. Wir kamen um ca. 10.22 Uhr an und sprachen mit Lawrence Cooper, geboren dann und dann. Cooper berichtete, dass sein Briefkasten aufgebrochen worden war. Cooper, ich schaute vor 2 Tagen hinein, weil ich auf mein neues Handy warte. Ich sollte höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt. Aber ich habe denen gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zahle nur so viel, wie es kostet und keinen Penny mehr. Sie haben klein beigegeben und meinten, es käme am Dienstag. Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Briefkasten leer. Wahrscheinlich dieser Nichtsnutz, Toadown. Anmerkung, Toadown ist Jarvis A. Sello, der mir und Officer Greggs bekannt ist. Ehemals Nummer so und so. Letzte bekannte Adresse, Almeda Plaza Apartment. Cooper gab außerdem an, die ganze Nacht vor dem Vorfall zu Hause gewesen zu sein und nichts gehört zu haben. Cooper gab weiter an, wenn ich Toadown finde, reiße ich ihm den Arsch auf. Dass er am Arsch ist. Welch ein Satz. Cooper wurde verwarnt. Geht's dir gut? Weiß noch nicht. Aber es geht schon, irgendwie. Ich erinnere mich kaum, in der Nacht hier gewesen zu sein. Ist wie ein Traum. Ich weiß aber noch, wie kalt es hier war, als wir ankamen. Richtig, richtig kalt. Und dann gab mir jemand eine Decke und heiße Schokolade. Und mir war nicht mehr kalt. Sie wollten es uns gemütlich machen. Cooper wurde verwarnt, keine weiteren kriminellen Drohungen auszusprechen. Cooper erklärte daraufhin sein Vorhaben, Cello anzuzeigen und wurde darauf verwiesen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Okay. Das ist hier ein anderer Brief? Ja. Von Saunders. Okay. 29. Oktober. Betreff: dringend vermisste Post. Sehr geehrte Chief Brown, sehr geehrte Mitarbeiter, ich schreibe Ihnen bezüglich des Briefkastenräubers. Ich habe seit 9 Tagen keine Post erhalten. Meine Enkelin Madison ist in den Flitterwochen im Great House Resort und Jamaika. Ach, auf Jamaika. Ricky arbeitet am Computer. Sie wollte mir schreiben und wissen Sie, Madison hält immer ihr Wort. Ich rufe seit 9 Tagen täglich an, nur um den von Rose abgewimmelt zu werden. Falls die Tatsache, dass ich die Empfehlung für ihren Sohn nicht geschrieben habe, etwas damit zu tun hat, sollte sie wissen, dass sie trotzdem verpflichtet ist, ihre Arbeit zu machen. Du hast sie echt ganz schön oft abgehangen, was? Ich meine, Eddie arbeitet hier, also ja. Ist das komisch? Ist nur schwer vorzustellen, dass ein Kind seine Wochenenden hier verbringt. Und wo sollte ein Kind in dieser Gegend sie sonst verbringen? In der Mall? Mit Freunden abhängen? Mann, die nächste Mall ist in Juneau. Ich war da ein paar Mal einkaufen. Mit Eddie. Abgehangen habe ich nicht.
Der Diebstahl meiner Poste mag Ihnen unwichtig erscheinen, doch wenn der Dieb unbehelligt bleibt, ermutigt ihn das möglicherweise zu weiteren Verbrechen. Möchte sie wirklich warten, bis Sie nach dem Briefkastenmörder fahnden müssen? Ich erinnere Sie daran, dass wir jedes Jahr an der Stiftung der Polizei spenden, obwohl wir nicht viel Geld haben, weil wir im Gegensatz zu anderen an Recht und Ordnung glauben. Aber wenn das die Dienstleistung ist, die Sie für uns bieten, werden wir in Zukunft vielleicht lieber die Feuerwehr unterstützen. Wärmste Grüße, Laura Ann. Ja, Erpressung ist nie gut. Und das Dazwischengequatsche finde ich auch immer schade. Das sollte blockiert werden, wenn man so ein Ding liest, offen hat oder so. Ne? Wär gut. Komm ich hier rein? Nö. Was sagt man dazu? Immer noch abgeschlossen. Sind immer andere Türen, also nicht immer noch. Eddie muss schon abgeschlossen haben. Offensichtlich. So, und bei der Tür ist irgendwas blockiert. Ach ja. Halt. Komm schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Nicht das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. Ich schon. Ich will ja mehr wissen. Na gut, wir gehen mal hoch. Unten haben wir offensichtlich Tyler, alles. Kommst du? Hübsch. Waffenkammer. Ich gehe schwer davon aus, dass die sowas von zu ist. Ich nehme an, hier bunkern sie die ganzen Waffen und sowas. Naja, es ist nicht Fort Meade, aber ja. Das ist sein Büro. Hier kann ich nichts gucken. Glaubst du, wir finden ein paar Akten über Mary Ann in den Archiven? Das Archiv ist nur für Mitarbeiter. Glaube ich nicht. Ist nur für Mitarbeiter. Wirklich keine ist schon. Ahnung, aber da kommen wir eh nicht rein. Vielleicht zeigt uns Eddie ja ihre Akte. Das könnte tatsächlich möglich sein. Guck mal hier noch schnell. Okay, hier ist nichts. Dann prophylaktisch versuchen wir es gar nicht erst, diese Tür zu öffnen. Klopfen. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Klar. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Ein Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Ist das nur der Pausenraumschlüssel? Ja, es scheint nur der Pausenraumschlüssel zu sein, okay. So, und welcher ist jetzt der Pausenraum? Oh. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Irgendwas ist im Weg. Das sind die Zellen. Wo ist der fucking Pausenraum? Hat Brown mich gerade vollkommen ignoriert?
Keine Ahnung. Vielleicht ist er verlegen, weil du, naja, den Ring nicht wolltest. Na klasse. Das wird noch unangenehm. Bestimmt. Das ist irgendwo eine Erinnerung. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Alles okay? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese nachdenken, wenn ich hier bin. Ginge mir genauso. Privat. Könnte privat der Raum sein? Ja. Lol. Echt jetzt? Wow. Okay, gehen wir rein. Das ist der Pausenraum. Ich möchte dann aber trotzdem nochmal schauen. Okay, hier sehe ich weiterhin nichts. Und die Tür kann ich nicht aufschließen, oder? Doch. Perfekt. Puh, Rose lässt mich hier nie rein. Oh, Rose hat den Computer angelassen. Benutzer und Passwort. Ja, Moment. Findet man das irgendwo? Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments. Von Rose Jackson. Neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen. Im Rahmen der Einführung unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer an der Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich. Okay, jetzt brauche ich nur noch ein Passwort. Von irgendjemanden. Ah. Ja, Jackson. Rex. Neymar. Vincenzi. Wilson. Jackson. Rex. Okay. Jetzt blöd, ich brauche ein Passwort, um da reingucken zu können. Nur wo finde ich das? Komme ich auch da rein? Nein. Da komme ich nicht weit genug rein. Hey. Das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Oh, die Umkleide? Finde ich hier vielleicht irgendwas? Ja, abgeschlossen. Da ist ein Handy drin. Was haben wir da? Liga-Tabelle. Hat Tessa Dan nicht mal auflegen lassen, weil er hinter dem Laden Gras geraucht hat? Ja. Hey, ist das nicht Crazy Deeds Spind? Einer der besten Polizisten der Stadt. Ich glaube schon. Ja, glaube schon. Wir brauchen einen Schlüssel. Könnte mich auch erstmal zu dir setzen. Okay. Igitt, die haben diesen Ort hier echt verkeimen lassen. Ah, das ist im Weg. Das ist schwerer als erwartet.
Okay. Das ist gut. Ich gehe da nicht rein. Wieso? Was ist da? Was ist das da? Zeitung. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreike beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahl. Kandidat Tom Wecki für Waffenreglement und Geld für örtliche Schulen. Oh, das hatten wir schon mal, die Zeitung. Keks. So hungrig bin ich auch nicht. Haben die wohl was dagegen, wenn ich einen nehme? Die Kekse von letzter Woche. Das sind dieselben Kekse, die letzte Woche schon hier waren. Aber hau rein. Mann, ich hab so einen Hunger. Okay, da ist auch noch so eine Art Büro. Kaffee. Wash your own cup and disc. Ja, ne, ist klar. Das muss ein neuer Rekord sein. Aha, Tage ohne Bärensichtung. 4. Alles okay? Mir ist nur etwas übel. Okay. Brauch ein Passwort und einen Schlüssel dafür. Ja, abgeschlossen. Ja, ich schon gemerkt. Magst du dich jetzt wieder da hinsetzen? Sehr gut. Dann setze ich mich zu dir. Was geht in dir vor? Ich denke daran, wie wir da in der Ecke geschlafen haben. Ja, auf dieser dünnen Matratze aus der Zelle. Selbst mit unzähligen Kissen hätte ich kein Auge zu bekommen. Keine Ahnung, wie du jede Woche herkommen kannst. Ich bin erst seit 10 Minuten hier und dreh schon komplett durch. Es hat nie aufgehört, weh zu tun. Hey, hast du manchmal wiederkehrende Albträume von damals? Ja, wieso? Erinnerst du dich an die nette Dame vom Sozialamt, die uns abgeholt hat? Ach, wie hieß sie? Sandy, glaube ich. Genau. Ich habe so oft von ihr geträumt. Wie bitte? Ja. Am Anfang war alles ganz normal. Wir saßen im Wohnzimmer mit Marianne und haben Nähen geübt. Und auf einmal verwandelt sie sich in Sandy. Und sie hält uns in den Armen, zieht uns immer näher ran, bis ich aufwache, weil ich fast ersticke. Oh Gott. Meinst du, dass es zwischen dir und Eddie komisch wird? Nur wenn er es komisch werden lässt? Gut. Er erzählt uns eher was über Marianne, wenn du ihn nicht verärgerst. Ich weiß. Keine Sorge. Ich suche einfach nur Antworten. Gehen wir? Ja. Schön, schön. Ich brauche immer noch einen Schlüssel und ich brauche immer noch ein Passwort. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich den Schlüssel brauche, um da drin im Spind ans Passwort zu kommen. Würde ich jetzt so spontan vermuten.